Dann machen wir mal weiter. Bist du dir sicher, dass es hier eine Karte des Immerforsts gibt? Falls die Vex vorhaben, die Zukunft umzugestalten, dann ist das Pyramidion Teil des Plans. Die Karte muss hier sein. Welche Waffe hatte ich denn gerade eben? War das die? Das war die. Scheiße. Oh, da brauche ich das Scharfschützengewehr in dem Slot. Löchel verstaucht. Ich kenne da einen Trick mit dem Konflux. Mach dich auf die Vex Willkommensparty gefasst. Sagira, ich weiß, wir haben uns nicht im Guten getrennt. Du hast die Gruppe angeführt, die meinen Hüter ins Exil verbannt hat. Das hat mir nicht gepasst. Aber damals waren die Leute für das, was Osiris zu sagen hatte, nicht bereit. Es waren nicht nur seine Prophezeiungen. Er hat nie verstanden, dass das, was einen Warlock ausmacht, mehr ist, als die schlauste Person im Raum zu sein. Osiris hat sich geändert. Du bist immer noch die gleiche regeltreue Ikora, die ich kenne. Da bin ich mir nicht so sicher. Mein Licht zu verlieren war sehr erkenntnisreich. Mir ist bewusst geworden, dass ich mehr sein muss, als ich war. Wir alle vielleicht.
Die Jungs sollte man wirklich mehr ein bisschen aus der Distanz killen. Es sei denn, sie droppen so viel Muni. Super, Ikora hatte wohl recht. Meinen Scans zufolge erhält das Pyramidion Daten aus dem Forst. Ich habe den Standort eines Konfluxes, wodurch wir darauf zugreifen können. Dann geht aber tief runter. Oh. Klein C verstaucht. Ich kann das Warp-Tor neu programmieren. Das sollte uns in die Nähe des Konfluxes bringen. Okay, Scharfschützengewehr abgeschlossen. Finde ich gut. Okay, dann können wir aber auch schon mal wieder das Scharfschützengewehr einpacken. Der Große hin. Da ist der Große hin. Berechnungen sind fertig. Du musst jetzt nur noch durch den Reifen springen. Hier, ob ich das möchte. Malinear-Fusionsgewehr hatte ich doch auch dabei. Ja. Mach schon, ab ins Tor. Ich weiß, du hast das schon mal gemacht. Toll, das lief jetzt nicht so wie geplant. Ach, die Scheiße ist das. Die Sagira, die ich kenne, würde sich nie mit weniger als Perfektion auf Osiris-Level zufrieden geben. Ikora, ich verrate dir ein Geheimnis. Niemand wurde jemals Osiris rufgerecht. Nicht mal Osiris selbst. Warum spielt man mit so einer Waffe? Gut, was Damage macht. Boss kommt, ist es gut. Gut, dass ich die ganze Mission übelst aus den Strikes schon mittlerweile kenne. Oh, hi. Okay.
Zug! Immer aufhören. Hier hinterher zu rennen. Flug sollte in der Nähe sein, aber die Vex scheinen ihn zu tarnen. Vorsicht, da kommt Ärger. Ach nee. Weiter. Warte, ich hab da was. Koordinaten für einen Knoten im Immerforst. Da ist unsere Karte. Zurück auf Merkur, verdammt. Gott, dass die Quest da weg. Alter, meine Haare sind. Ich muss heute dringend zum Friseur, ey. Was hast du heute für Osiris getan? Mehr als du. Oh, ne, okay.
Die Zeichen kündigten deine Ankunft an. Machen wir weiter. Brauchst du etwas? Nein. Bin wunschlos glücklich. Ich bekomme Berichte über Rotlegion auf Merkurrhein. Überlebende von der Allmacht. Überlebende, ja? Bringen wir den Job zu Ende. Noch jemand da? Koordinaten eingegeben. Schnappen wir uns den Knoten. Dann können wir die Karte benutzen, um Panoptes zu finden und diese schreckliche Zukunft zu verhindern. Was schießt das Geschütz? Ja, müssen wir noch ein paar machen. Und super Kills. Dong. Okay, finde ein anderes Tor, dann bringe ich uns zum Knoten. Osiris Spiegelbilder müssen auch auf der Suche nach Panoptes sein. Selbst wenn er 1 Million Kopien von sich selbst macht, ich bezweifle, er findet ihn rechtzeitig. Wir brauchen die Karte.
So nicht, mein Freund. Dann kann ich ja mein Schwert wieder ausrüsten. Gammelte da noch so ein Rotlegionär rum. Huch! Aiming! Hey! Ich mag das Schwert. Schön eins auf die Fresse. Oh, ich glaube, da unten sind sie wieder mit ein paar Rotlegionisten am Streiten, ja.
denn da bekommen? Ach, drück immer das Falsche. Der sieht natürlich auch cool aus, weil passt der dann zu der Ausrüstung, also dem. Ich hasse das, wenn sie das machen. Komm mal hoch. Das wird nix. Au. Mama. Ah, okay. Nehmen wir einfach die Treppe. Es ist eine Kampfschleife. Eine Simulation der jüngsten Vergangenheit, als die Rotlegion Merkur angriff. Die Vex testen wohl alternative Ausgänge. Ach, das war da jemand mit dem Sparrow. Vielleicht schafft ein Sparrow den Sprung. Huh?
Das war zu viel. Ja, ein bisschen weit weg. Ich will endlich einen Season-Rang Aufstieg, da kriege ich eine neue Exo-Waffe. Wahrscheinlich eh scheiße ist, die ich nie benutzen werde. Die Vex müssen wissen, dass wir hinter der Karte her sind. Sie leiten die Kabale um, damit sie sie zerstören. Wir müssen uns beeilen. Sniper kann keiner leiden. Zu dir. Mein Aiming ist heute wieder on the point. Das ist so grandios. Boah. Und ja, das ist sarkastisch gemeint. Na ja. Ich bin nicht einfach so über mich drüber. Hallo. Alter, mir fehlt echt nicht mehr viel fürs nächste. Schau dir das mal an, direkt vor uns. Das muss die Karte sein. Der Immerforst ist eine Weltuntergangsmaschine. Aber wenn man ihn sich so anschaut, ist er ein fast bisschen abfallen. Wieso tritt Verbündeten bei? Hä? Dieser Minotaurus wird für Ärger sorgen. Glaube ich nicht. Und er wird noch schlimmer sein. Nice! Da ist doch das, was ich wollte. Muss ich nämlich. Glaube. Ah, Dürresammler ist das. Hab ich ja schon. Ich hätte vielleicht vorher gucken sollen. Egal.
Karte abgesehen. Schnell! Da unten. Warte mal, ich komme mal hoch. Tschüss. Greif auf die Karte zu. Scanner. Aber ich kann Panoptes nicht finden. Die Karte ist zu groß. Ich kann sie nicht schnell genug durchsuchen. Sie ändert sich ständig. Ich brauche mehr Prozessorstärke. Die Wexgeister auf Nessus könnten da nützlich sein. Ja, dann auf nach Nessus. Ja. Und du? Ja, würde ich sagen. Ja, dann auf nach Nessus. Nessus. Da. Muss ein paar wöchentliche machen, ey. Also, wann hat eigentlich Destiny immer geupdatet? Donnerstags? Beziehungsweise immer... Ich geupdatet, wann kommt immer neu wöchentlich? Donnerstags, glaube ich. Ne? Mittwochs? Donnerstag? Ich weiß es nicht. Ich frage mich immer noch, wo meine ganz beschissenen Bögen hin sind. Ich hatte 3 Bögen. Hab ich wahrscheinlich aus Versehen mal kaputt gemacht. Ich habe die nicht bei meinem Warlock drin. Beim Titan habe ich auch nichts drin. Krass, den Dürresamen habe ich 3-mal, kann ich mal kaputt machen. Typ. War denn der Typ hier? Da oben drin, ja, stimmt. Bin so selten auf Nessus. Hi David. Nix, was soll denn los sein? Was ist mit dir los? Ist aber nicht so unfreundlich. Weil ich seit 3 Stunden am Spielen bin.
Okay, kann ich. Einer meiner Verborgenen hat einen Verstrickungsgeist ausfindig gemacht. Diese Klasse der Wächsgeister. Nee, ich konnte nicht pennen. Ich war um 4 einfach wach. Sehr gut. Wir werden uns ein Hirn schnappen. Ach komm, warte mal. Nee, ich konnte einfach nicht mehr schlafen. Wieder mal. War ja gestern dann doch nach dem Stream im Bett. Relativ schnell gepennt. Ja. So ist es. Mit alten Menschen nennt man auch senile Bettflucht. Hi, 50 Cent. Hat es nicht für einen Euro gereicht? Oder 50 Cent hoch 2 ist ja eigentlich ein Euro. Oh, ich nehme es zurück. Entschuldigung. Danke für den Host. Warum ist hier keiner? Habt ihr alle Feierabend oder was? Nichts ist so unvergleichlich. Hm. Nun, Titan, schauen wir mal, was wir hier haben. Simulator-Helm. Wie geht's dir, 50 Cent? Danke für den Host. Das Mysterium ist ja gerade das Interessante. Man weiß nie, was man findet. Banshee muss sparen. Ja, ja, Leute waren zu teuer. Nettes Scharmützel. Um die Uhrzeit müssen ja mal Corona-Zeit, ja. Nicht schlecht. So, Bogen, Raketenwerfer. Ja, aber wo ist denn meine fucking Bogen hin? Ist ein bisschen nervig. Hier für dich. Hals- und Beinbruch. Dir geht's gut. Oh, das freut mich. Ja, ich konnte, kann nicht schlafen, aber ansonsten. Weißt du, schlechten Menschen und so. Ich sehe das. Ja, neue Spiele sind teuer, aber warum kaufst du dir denn jetzt? Warum hast du die jetzt vorbestellt, David? Du hast ja gerade erst die PS4 Pro gekauft. Ich hätte ja noch ein bisschen gewartet. Spiele rennen ja nicht weg. Aber ich hab mal geguckt, die sind alle in der Ultimate Edition bei Uplay Plus mit drin. Das heißt, ich spare bei jedem Spiel, was dann rauskommt, 100, 120 Euro. Ah. 50 Cent, spielst du auch Destiny? Warum habe ich gerade 7 Zuschauer um die Uhrzeit? Habt ihr alle kein Leben? Was haben wir denn bekommen? Eine Schrotflinte. Die hatte ich ja schon, aber...
Ja, nee, seine PS5, seine PS4, wollte ich sagen, seine PS5 war kaputt. Einer meiner Verborgenen hat einen Verstrickungsgeist. Seine PS4 war kaputt, deswegen musste er sich eine neue kaufen. Geister sollte die nötige Prozessorleistung liefern. Sehr gut. Wir werden uns seinen Hirn schnappen. Was ist das denn für eine Waffe? Das ist die. Ich kenne einige mittlerweile, die es auf PS4 spielen. Ich bin hier überlegen, ob ich, weil ich muss ja noch einen Hunter, ich mache ja gerade meinen zweiten. Warte mal ganz kurz. Ich level ja gerade meinen zweiten, also meinen zweiten, wie heißt das hier? Char. Entschuldigung, meine Nase krabbelt gerade so. Ob ich mit dem Hunter das auch mache, aber dann auf der Playstation. Huch, das war dumm. Ja, EA Access gibt's jetzt, gibt's ja für PS4. Uplay Plus wäre echt geil, wenn's für. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Diese Vex sind aus einem bestimmten Grund hier umhergewandert. Sehen wir uns weiter um. Au. Ja, vielleicht kann ich ab Anfang, David, ab Anfang August erstmal nur noch von der PlayStation streamen. Ich weiß auch nicht, was ich, wenn ich nur so ein möbliertes Zimmer kriege. Ich schaue mir ja morgen ein paar Zimmer an. Ein paar Wohnungen. Wenn es erstmal nur ein möbliertes Zimmer wird, will ich nicht meine ganze Computerausrüstung mitnehmen. Wenn ich dann in Köln bin, werde ich dann nur. Ja, mal 4-1. Aber wenn man bei Steam schon Mafia 1 hat, so wie ich, kriegt man das Update wohl kostenlos. Oder? Irre ich das nicht. Mäuschen. Hey! So, wollen wir mal gucken, was wir hier überhaupt für Beutezüge haben, damit wir hier mal ein bisschen Maschinengewehr brauchen. Okay, Bogen. Dieses scheiß Bogending. Ich weiß nicht, wo mein fucking Bogen hin ist. Raketenwerfer. Maschinenpistole, Hammergleich. Spurgewehr habe ich immer noch nicht mit. Schon wieder Bogen. Okay, also muss man eigentlich nur ein Maschinengewehr ausrüsten. Da geht's. Also nehme ich nur meinen Laptop mit. Das ist unser Vex. Schnapp ihn dir. Und schließ dann nur meine Legato an. Die PlayStation.
Was für ein Feigling, ey. Ja, ich weiß, es tut mir leid. Dass ich da noch so... Ah! Mama! Große böse Viecher da. Wunderbar, das ist unser Prozessor. Ich muss ihn nur noch mit dem Vex-Netzwerk verbinden. Ihr seid nicht weit vom Brunnen der Echos. Meinst du nicht, dass man die Konfluxe das Update dort bekommt? Funktionieren. Weiß es nicht. Ich dachte, ich hätte das irgendwo. Meinst du es nur bei Teil 2 und Teil 3? Das wäre ja doof. Aber selbst wenn, da ich ja, ich glaube, Mafia 1 ich noch gar nicht gespielt habe, ist es ja wie ein neues Spiel für mich. Ich habe aber jetzt so festgestellt, zum Beispiel Sinking City wollte ich mir auch holen, als es rausgekommen ist vor ein paar Monaten. Aber irgendwie habe ich es vergessen, was auch immer. Und jetzt ist es gestern bei EA Access rausgekommen. Heißt, ich kann es irgendwann mal spielen. Kostenlos. Ja, also, Anführungszeichen kostenlos. Damit. Ah, oh, ist ja auch nicht schlimm. Fluch des Osiris? Ja. Wieso fragst du? Das ist die erste Erweiterung. Ich spiele das ja mit meinem zweiten Char gerade. Ja, das gibt ja das Hauptspiel, was ja kostenlos ist. Und dann gibt es ja zwei Erweiterungen. Fluch des Osiris und ich glaube Forsaken. Ja, es haben ganz, ganz viele. Ich glaube, jeder YouTuber hat beim Anspielevent, also ich glaube, die haben Ubisoft hat ein ganz großes Anspielevent gemacht, weil ich habe irgendwie jeder YouTuber, selbst Dalukart und so, hat Videos gemacht und der ja eigentlich ja solche Spiele auf seinem Kanal nicht spielt. Ich glaube, die haben da ganz groß. Also Watchdog habe ich ja noch nicht gesehen, da müsste man nochmal gucken. Ist mir vielleicht nicht aufgefallen. Aber Valhalla ist ganz viel. Die haben irgendwie 2 Stunden anspielen können oder so und können alle das Material benutzen. Ich will mir das mal nachher mal in Ruhe angucken bei Dalukart.
bin ein bisschen von der Optik von Valhalla ein bisschen enttäuscht. Ich finde die... Nee, nicht Quatsch, nicht Valhalla. Watch Dogs. Komm schon durcheinander. Ich finde die Gesichtsmodels zum Beispiel nicht schön. Also, das sieht nicht gut aus. Nein! Also, finde ich Valhalla wesentlich besser gelungen. Also für mich sieht das so ein bisschen mehr so 5 Jahre altes Spiel aus. Wie komme ich denn da hoch? Also trotzdem wird werden beide Spiele geil werden, also ohne Frage. Ja, ich meine, es hat schon, da haben schon viele recht, es hat ein bisschen wenig mit Assassin's Creed mehr zu tun. Es ist eigentlich neue Reihe. Es ist extremst Open-World-lastiger. Es ist Roleplay. Es war schon bei Witch und so. Odyssey hat das noch ein bisschen die Spitze getrieben. Ich hoffe, hiermit funktioniert es. Ja. Ich sag, die Grafik wirkt mir ein bisschen. Der Prozessor hatte einen Kurzschluss. Ich habe die Gesichter und alles, das sieht alles so ein bisschen matschig aus. Aber ich muss mir nochmal Gameplay dazu jetzt angucken, aktuelles. Eine Bedrohung in der Zukunft verschwendet. Was, wenn die Antworten in der Vergangenheit liegen? Wenn ihr den Code findet, der Panoptes erschaffen hat, könnt ihr den Immerforst gegen die Vex einsetzen. Ja. Und ich bin ein bisschen doof, dass Valhalla 2 Tage vor Cyberpunk rauskommt. Das wird heftig werden, David. Das wird richtig heftig werden. Das ist Osiris-mäßig gut. Ich hoffe, dass sie Cyberpunk nochmal verschieben. Tatsächlich hoffe ich wirklich. Ja, von Far Cry gab es auch noch kein. Oder meinst du das Gameplay, Gameplay von? Oder meinst du das Gameplay von Watch Dogs? Weil dem war wohl mit Far Cry 6 gehatet. Außer einen kleinen Trailer hat man davon noch nichts gesehen. Also es ist. Die Gaming-Community ist so dumm und. Oh. Wir müssen vorher auf jeden Fall nochmal Primal spielen. Far Cry Primal. Das hatte ich nie fertig gespielt. Ja, Far Cry 6 ist doch nicht auf Far Cry 5 und New Dawn aufgebaut. Das ist auch eine komplett anderen Zone, anderen Gegend. Also, hi Legend. Moin Moin. Ein Norddeutscher. Aber Far Cry 6 ist doch komplett in einer anderen, komplett neu. Also Far Cry New Dawn war ja eigentlich nur ein Standalone-DLC von Far Cry 5.